Was möchte in dein Leben kommen und du siehst es nicht oder du lässt es noch nicht rein? Und was würde gerne gehen und du hältst vielleicht immer noch krampfhaft daran fest oder willst es auf keinen Fall, ja, sage ich mal jetzt, liebevoll verabschieden? Das schauen wir uns jetzt gleich an mit dem illuminierten Tarot von Matt Hughes. Ich erinnere dich nochmal dran, dass das hier eine allgemeine Legung ist, die nicht auf jeden zutreffen kann. Ja, spür bitte genau rein, schau genau hin, ob das, was ich hier sage, meine Tipps und Hinweise, ob die für dich stimmig sind, ob sich das richtig anfühlt für dich, ob du da mitgehen kannst. Wenn nicht, dann schalt einfach das Video aus, schau dir ein anderes an oder wechsle auch den Kanal. Es passt nicht jeder zu jedem, das ist nun mal so. Ich möchte dich auch an deine Eigenverantwortung erinnern. Das heißt, alles, was ich hier sage, prüfe es bitte auch genau, wenn du das umsetzen möchtest, ob es tatsächlich zu deiner Situation passt. Denn nochmal, es ist hier allgemein. Ich kann hier nicht jede einzelne Situation reinbringen von ein paar tausend Zuschauern. Das heißt, schau dann immer nochmal, auch wenn es sich ähnlich anfühlt, ob es tatsächlich für dich auch stimmig ist. Ist mir ganz wichtig. Ja. So, dann würde ich vorschlagen, wir ziehen jetzt erstmal eine Karte für das, was ich verabschieden möchte. Und eine Karte für das, was kommen möchte. Fangen wir mit dem Abschied an, ne, weil das Platz geschaffen wird. Und machen wir mal hier runter. Also das ist das, was gehen möchte, ist ein König der Schwerter. Ein König der Schwerter. Das kann jetzt ein Ex-Partner sein, ein Ex-Ehemann. Einfach eine männliche Energie, eine sehr rationale, verstandesmäßige Energie, eine sehr kühle, zurückhaltende Energie. Jemand, der seine Gefühle nicht zeigt, der vor allem durch sehr rationales, klares, vielleicht auch ja, handeln und vielleicht auch schneidende Worte auffällt, also jemand, der sehr, sehr direkt auch ist in der Kommunikation. Das ist das, was gehen möchte. Jetzt bitte ich mal noch um mehr Informationen. Also wie gesagt, das kann jetzt ein Mann sein, das kann aber auch eine einfach eine Energie sein, eine männliche, die du vielleicht sogar selbst lebst, ja, die sich verabschieden darf. Geschau. Mehr Informationen hier bitte. Ja, da kommt der Tod. Die zwei der Stäbe. Und die vier der Schwerter. Also der Legung nach gehe ich fast davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Mann gehandelt hat oder hier handelt, mit dem es wahrscheinlich zu Ende ist. Vielleicht ist es dein Ex-Mann, von dem du hier eigentlich schon geschieden bist, wo du aber immer noch dran hängst, ja? Wo momentan auch Funkstille ist, wo du vielleicht auch in der Heilung bist, weil hier vielleicht starke Verletzungen gelaufen sind. Ja. Schauen wir einfach weiter. Der Teufel. Die 10 der Stäbe. Und die 4 der Münzen. Also hier scheint es
Ein Ende scheint dir hier sehr, sehr schwer gefallen zu sein. Du scheinst hier sehr, also entweder ist es vergangen oder du bist noch dabei. Ja, das kann auch sein, dass es hier noch Reste gibt. Ein Ende mit diesem Mann scheint dir hier sehr, sehr schwer gefallen zu sein. Es scheint dir ganz eine große Belastung gewesen zu sein, hier loszulassen. Den Teufel, der ja für die Abhängigkeit schlechthin steht, und wir haben sogar noch die vier der Münzen dabei. Also hier ist es so, dass ich davon ausgehe, also es kann sein, dass es nicht nur emotionale, sondern auch finanzielle Abhängigkeit war. Das könnte zum Beispiel ja möglich sein oder ist. Ja. Es kann aber auch sein, dass es hier wirklich, ich sage mal, das ist für mich spürbar, dass es so schwer gefallen ist oder fällt, hier rauszugehen. Ne? Also, wenn ich sage, das ist eine Lebensaufgabe. Es gibt auch Lebensaufgaben, die damit zusammenhängen, tatsächlich in die Unabhängigkeit zu kommen. Ja? Meistens in die emotionale. Und hier scheint es tatsächlich genau darum zu gehen. Also ich vermute, dass das hier zu Ende ist und dass es dir immer noch schwer fällt, aus dem rauszugehen, was hier im Außen vielleicht schon beendet ist. Ja? Aber die Energien sind noch da. Du hältst in irgendeiner Art und Weise noch fest. Schauen wir mal, wozu du dich hier entscheiden dürftest, weil die zwei der Stäbe sind für mich ja immer so eine Entscheidungskarte. Gehe ich durch oder gehe ich nicht durch? Ja? Gehe ich links, gehe ich rechts? Da haben wir den Pagen der Kelche. Die Neun der Münzen. Und die Königin der Kelche, naja, wofür du dich hier entscheiden dürftest, also ich spreche jetzt aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut, ja, wofür du dich hier entscheiden dürftest, ist für dich selbst, es ist hier Selbstliebe, Unabhängigkeit, ja, sowohl emotionale Unabhängigkeit als auch finanzielle Unabhängigkeit. Also du darfst dich hier wirklich zum Loslassen entscheiden und ich weiß sehr wohl, dass es manchmal schwer fällt, Situationen, Menschen gehen zu lassen, auch wenn sie einem nicht gut getan haben. Aber es fängt immer mit einer Entscheidung an. Ja? Du kannst hier zum Beispiel, wenn du das möchtest, wenn du daran glaubst, dann bitte Gott, deine Geistführer oder wen auch immer du, an wen auch immer du glauben möchtest, bitte sie darum, dass sie dir helfen, deine Entscheidung umzusetzen. Also wenn die Entscheidung zum Beispiel lautet, ich möchte, dass mein Feld frei wird von den Energien meines Ex-Partners zum Beispiel, ja, dann kannst du dazu sagen, und ich bitte darum, dass meine Engel, Gott, wer auch immer, eben mir dabei helfen, dass ich das umsetzen kann. Ja, dass das tatsächlich wahr wird. Und dann loslassen. Und dann wirklich loslassen. Und ich verspreche dir, es wird dir geholfen. Ja, es wird dir geholfen. Wir wollen tendenziell, nehmen wir die Hilfe der geistigen Welt viel zu selten in Anspruch, ist meine Erfahrung. Ich merke es auch selber immer wieder, dass ich mich erinnere, na, wenn ich vor irgendeiner Situation stehe, denke ich mir, na Mensch, da könnte ich jetzt eigentlich mal fragen, ja. Ich lege selbst die Karten, aber ich lege sie mir selbst sehr selten. Ne? Also man könnte hier wirklich die geistige Welt bitten, hier weiterzukommen, hier loszulassen, dass etwas, was hier, also hier müssen wirklich starke Abhängigkeiten geherrscht zu haben, ja, die aber richtig gehend schon belastend sind. Dass du davon frei wirst. Und wir haben hier ja schon die vier der Schwerter. Die vier der Schwerter stehen für mich ja auch für diesen Rückzug, um zu heilen. Ja, schauen wir mal da noch hin. Da haben wir die Königin der Schwerter.
Dann haben wir die drei der Stäbe und die Sonne. Ja, und wenn es jetzt hier darum ging, um eine emotionale Abhängigkeit, wobei es ist eigentlich egal, welche Form von Abhängigkeit. Es geht eigentlich hier darum, dass du in die Zukunft schaust, ja? Dass du dir bewusst machst, dass wenn du hier loslässt, wenn du aus diesem Drama, das hier liegt, aussteigst, dass du hier eigentlich eine strahlende Zukunft vor dir hast. Die Sonne ist neben dem Ast der Münzen die höchste Glückskarte im Tarot. Sie deutet auch auf ein bisschen egoistisch sein hin. Denk mal mehr an dich, ja, denk mal mehr an dich. Die Königin der Kelche ist ja so eine Frau, die oder eine Energie, die auch gerne an die anderen noch denkt, ne? Und hier geht es jetzt scheinbar darum, dass du wirklich auch mehr an dich denkst, dass du die ganze Sache aus einer rationaleren Sicht betrachtest. Und man könnte die Sonne sogar weitestgehend jetzt so betrachten, dass wenn du hier in die Heilung gegangen bist, dass hier durchaus auch eine männliche Energie, weil die Sonne steht auch für die männliche, ist eine männliche Energie, dass hier dann auch vielleicht auch wieder Männer oder ein Mann reinkommt, mit dem du weitergehen kannst. Ja? Also solltest du jetzt alleine sein, weil das heißt ja nicht, dass du nicht mit jemandem zusammen sein kannst und trotzdem noch energetisch an jemand anderem hängst, dann heißt es für mich auch frei zu werden. Ne? Also die Schwertkarten, Gedanken, hör auf, immer wieder dich in diesem alten Drama zu bewegen, sowohl gedanklich auch emotional, als auch emotional. Ja. Schau nach vorne. Ja. Heile dich, schau nach vorne. Ich weiß, dass viele sagen, ja, das ist aber doch leichter gesagt als getan. Naja, was ganz wichtig ist, ist, dass du diese Restgefühle, die hier vielleicht noch sein mögen, ja, im Sinne von Enttäuschung, Wut, Trauer, Traurigkeit, dass du dich die leben lässt, dass du dich die, nicht leben lässt, sondern dass du dich die nochmal spüren lässt, ja? Dass du dich dafür auch nicht verurteilst, dass du die annimmst. Na, ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, wie man das machen kann. Es gibt dazu viele Möglichkeiten. Aber wichtig ist einfach, dass du das nicht rationalisierst und wegschiebst und für dich immer wieder sagst, das ist nämlich nicht loslassen. Ne? Also rationalisieren ist nicht loslassen. Sowas wie, ich darf da nicht mehr dran denken oder ich darf die und die Gefühle zu dieser Situation oder zu diesem Menschen nicht haben. Oder ich muss das jetzt endlich loslassen, ich darf das nicht mehr. In dem Moment, wo du in Muss gehst, also du etwas müssen, da kriegen die meisten Menschen unterbewusst schon eine totale Abwehr dagegen. Ja? Deswegen, du darfst loslassen, wenn du das möchtest, wenn du bereit dazu bist. Und das geht am ehesten darüber, dass du dir deine Gefühle, die hier noch hängen, nochmal bewusst wirst, die liebevoll annimmst und loslässt. Ja? Es geht immer um Annehmen, Akzeptieren, Loslassen. Und nicht, ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht ärgerlich sein, ich darf nicht traurig sein. Auch alles, was vielleicht noch an eigenem Vorwurf dir selbst gegenüber, wieso habe ich das mit mir machen lassen? Wieso habe ich mich so belügen lassen? Wieso habe ich mich so betrügen lassen? Was auch immer da dahinter steckt, mag, wir haben mir die Situation jetzt nicht gelegt, ja? Dass du damit in Frieden kommst. Und es geht immer darüber, dass du erstmal dir selbst sagst, ja, das ist in Ordnung, das Gefühl darf sein und jetzt lasse ich es in Liebe los. Ja? Ich brauche es nicht mehr. Das alles, was damit zusammenhängt, brauche ich nicht mehr. Es war eine Erfahrung, ist gut und jetzt gehe ich weiter. Denn alles, was du dir verbietest, will nur umso stärker wieder in dein Feld. Ja, das kennen viele von euch vielleicht. Ja. Und ich erlebe das auch oft bei Menschen, die dann sehr spirituell sein wollen, die sich dann keine negativen, in Anführungszeichen,
negativen Gefühle erlauben. Es gibt für mich keine negativen Gefühle. Ja? Es gibt für mich nur Gefühle, ne? Und die sind immer Hinweisgeber für uns. Ja? Also wenn mich ein neuer Mensch in ein altes Gefühl schickt, ja, zum Beispiel ein neuer Mann, der mich gefühlsmäßig erinnert nochmal an eine alte Verletzung, dann ist das etwas Gutes für mich in meiner Welt. Ja? Denn dann weiß ich, da darf ich nochmal hinschauen. Na, da ist noch was, was noch nicht im Frieden ist. Da ist was, was mich noch nicht losgelassen hat oder was ich noch nicht losgelassen habe. So, wir schauen mal, was möchte in dein Feld kommen oder was möchte in dein Leben jetzt kommen. Da haben wir den Hierophanten. Wie schön ist das denn? Gottvertrauen heißt es für mich. Ja? Das Vertrauen, dass alles richtig ist, so wie es ist. Das Vertrauen, dass du am richtigen Platz bist, dass du mit den richtigen Menschen zusammen bist. Auch wenn der Mensch in dir das anders beurteilen möge und jetzt sagen würde, ja, aber diese Kollegin X, die ärgert mich immer. Ja, vielleicht gibt es an dieser Kollegin X etwas zu lernen. Du bist da schon richtig. Das ist schon richtig, dass es so ist, wie es ist. Ja? In dem Moment, wo du deine Resonanz zum Beispiel dieser Kollegin gegenüber aufgelöst hast, wird sich entweder euer Verhältnis entspannen, oder sie wird den Arbeitsplatz verlassen und sich was anderes suchen. Oder du wirst gehen, was auch immer. Ja? Also hier geht es meines Erachtens um Führung von oben. Es geht um Gottvertrauen, tiefes Vertrauen ins Leben und auch in dich selbst. Dass du alles bewältigen kannst, was kommt. Dass du auch immer Hilfe von oben bekommst. Ja? Wenn du sie denn auch, wenn du auch drum bittest. Weil die mischen sich nicht ein, die schauen zu, wie es dir schlecht geht, weil sie sich nicht einmischen dürfen. Erst wenn du deine Engel drum bittest, dann können sie dir helfen. Ja? Solange du es alleine schaffen willst, wird sich von oben keiner einmischen. Also eine wunderbare Karte, was hier kommen will. Schauen wir mal tiefer, auf was bezogen ist denn das? Ein bisschen mehr Infos dazu bitte. Ja, da haben wir die fünf der Stäbe. Ich denke mal, hier geht es um innere Kämpfe oder auch um Kämpfe mit anderen. Also bestenfalls ist es Rangelei, Herausforderung, kann aber natürlich auch, können auch Konflikte sein mit dir selbst, in dir selbst oder auch mit anderen. Wo kriegst du hier noch Hilfe und Unterstützung? Zwei der Münzen ist die Entscheidungskarte, ja. Also du bekommst ja auch eine ganze Menge Vertrauen, geistigen Rückhalt von oben, Hilfe von oben, wenn es um Entscheidungen geht. Und wieder die vierte Schwerter. Schade, die hatten wir jetzt gerade in der anderen Legung bei dem, was gehen will, ja auch. Ja? Also hier will Heilung rein. Es will Heilung hier rein. Und ich sehe es jetzt mal so, ohne jetzt die Karten tiefer gelegt zu haben, dass über all das, was dir vielleicht schon widerfahren ist im Leben, du das tiefe Vertrauen reinlassen darfst in dein Leben. Vielleicht bist du ja schon dabei, vielleicht gibt es auch, es gibt vielleicht auch welche, die sind da schon sehr gut dabei, dass du tatsächlich alles bewältigen kannst, dass du immer die richtige Entscheidung treffen kannst für dich, weil du einfach dieses tiefe Wissen in dir hast und dass du auch alles in dir hast, um dich selbst zu heilen. Ja? Also deine ganzen Verletzungen, alles, was man dir, was du glaubst, was man dir angetan hat, ja? Dass du da auch in die Heilung kommen kannst. Ein Stückchen tiefer. Ja, haben wir den Magier, ja. Der Magier steht ja
Absolut genau dafür, dass du alles hast, was du brauchst, um jedes Problem zu lösen, um dein Leben so zu gestalten, wie du es haben möchtest, ja? Um Situationen so zu beeinflussen, dass sie dir dienlich sind. Die Herrscherin. Wahnsinn. Und der Tod. Ja, hör auf mit dem inneren Kampf. Hör vielleicht auch auf, mit dem Außen zu kämpfen. Ne? Vielleicht bist du da auch noch, vielleicht hast du, bist auch momentan in einer Situation, wo du vielleicht auch viele Baustellen hast, wo es schwierig ist mit anderen, wo du immer wieder in Situationen gelangst, wo du dich mit jemandem, muss jetzt nicht streiten sein, aber es kann durchaus auch streiten sein, also wo du Konflikte hast. Und die Botschaft ist hier, hör auf damit, ja. Es ist alles da. Du bist die Herrscherin, du bist der Magier, du hast diese Energien zur Verfügung und du brauchst das nicht mehr. Das ist, ich kriege jetzt hier wirklich rein, das ist so eine niedere Energie, so eine niedrige menschliche Ebene, dieses Streiten. Mach Schluss damit, ja. Das sind hier sehr würdevolle Karten, ne? Komm in eine Energie, in der du in deiner Mitte bist, in der du ja, in der dich auch nichts so schnell aus der Bahn werfen kann. Ja? Mit diesem Vertrauen, dass immer alles richtig ist, so wie es ist, und dass alles, was in dein Leben kommt, einen Grund hat. Der mag manchmal lapidar sein und manchmal mag es wirklich so sein, dass deine Lernaufgabe dahinter steckt. Nimm sie an. Und sei dir gewiss, du hast alles, was du brauchst, um im Prinzip auch immer mehr zu wachsen und stärker zu werden. Ja? Und denk halt auch dran, dass alles, was in dein Leben kommt, nur deswegen kommt, weil es in dir noch eine Resonanz zu dieser Sache gibt. Das ist wie Magnetismus, ja? Wenn ich ein bestimmtes Thema wirklich ein für alle Mal abgeschlossen habe, dann kommen auch keine Situationen oder Menschen mehr in mein Leben, die mir dieses Thema bringen. Und manchmal denken wir, etwas ist zu Ende, etwas ist mit einer Sache haben wir abgeschlossen, das geht raus aus unserem Leben mit einer bestimmten Energie und es kommt doch nochmal, wie als wenn uns die geistige Welt prüfen wollte, ob wir es wirklich gelernt haben. Vielleicht kennt ihr das auch, ja? Ihr denkt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt kommt wieder so ein Mann, ja? Bin ich doch schon durch. Naja, da schauen die da oben, also glaube ich fest daran, ob du es wirklich gelernt hast und ob du dann einfach die Finger davon lässt oder ob du wieder einsteigst, ob du wieder in diesen Verletzungsprozess gehen musst, den du vielleicht schon fünfmal durch hast. Gehen wir mal auf die zwei der Münzen. Da kommen die fünf der Schwerter. Ja, genau. Nicht mehr kämpfen, Schwert niederlegen. Die sieben der Kelche, Illusionen. Mach Schluss mit Illusionen. Entscheide dich da, genau, für die Klarheit. Entscheide dich für die Klarheit. Geh raus aus Illusionen, leg das Schwert nieder. Leg das Schwert nieder gegenüber allen Dingen, gegen die du immer gekämpft hast, die dich vielleicht ganz viel Kraft gekostet haben. Ja? In dein Leben will wirklich Frieden, Annahme, Akzeptanz. Damit sage ich nicht, dass du alles gutheißen sollst, was da draußen passiert und was dir widerfährt, aber das heißt, Akzeptanz heißt, dass du es annimmst, was geschieht. Ich persönlich, das musst du ganz so ganz anders sehen, bin ein Mensch, der sich immer überlegt, okay, was passiert da gerade, was hat es mit mir zu tun, hat es etwas mit mir zu tun, manchmal hat es nichts mit mir zu tun. Ja, manchmal zeigt sich etwas, wo ich einfach nochmal sehe, aha, da bin ich schon drüber. Ja, das habe ich schon hinter mir. Da lasse ich mich nicht mehr verführen. Na, der Teufel vorhin, ja, wenn ihr euch erinnert.
Aber manchmal stelle ich dann fest, okay, das ist eine neue Situation, das liegt an meiner inneren Haltung, da habe ich noch alte Gedankenstrukturen, alte Muster, vielleicht auch emotionale Muster, die da noch in Frieden und in Liebe gebracht werden wollen. Und dann kann ich, wenn ich möchte, daran arbeiten. In dem Moment, wo ich sie für mich aufgelöst habe, wird mir das im Außen nicht mehr passieren, weil ich mich davon nicht mehr triggern lasse. Wenn ich es aber nicht auflöse, dann kann es mir passieren, dass ich die Situation wiederhole, 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 wiederhole. Und das ist dann der Grund, warum wir immer wieder ähnliche Menschen in unser Feld lassen. Ja? Und es ist auch völlig egal, ob das jetzt bei einer Partnerschaft ist oder auch, das kann auch ein Beruf sein. Ja? Also wenn du zum Beispiel mit deinem Chef ein Problem hast und dieses Chef Problem geht vielleicht, ich sage jetzt mal, zurück auf deinen Vater, auf deine Herkunftsfamilie, ja? Und du siehst es nicht und du nimmst es nicht an und du schaust da nicht hin. Dann nützt es dir nichts, wenn du gehst und dir eine neue Stelle suchst. Das kannst du dann fünfmal machen. Du wirst immer wieder einen Chef, einen Kollegen, wen auch immer treffen, der dir diese ungelöste Vatergeschichte, um die es da gehen mag, wieder präsentiert. So ist es bei Männern, so ist es bei Freundschaften, so ist es innerhalb Familien. Es geht in meinem Verständnis geht es im Leben darum, sich zu entwickeln, zu lernen, seine Seele zu entwickeln. Und alles, was da draußen passiert, dient nur diesem Zweck. Natürlich ist es schön, nebenbei noch ein schönes Leben zu haben und es zu genießen und Spaß zu haben. Das ist nicht die Frage. Und du kannst dir sicherlich auch deine Situationen aussuchen, wo du das alles lernen möchtest. Aber mir geht es jetzt um diese Wiederholungen, um die Illusionen, ja. Wenn du magst, schau da mal hin. Ja? Frag dich einfach, warum ist dir dieses und jenes widerfahren? Warum hat dich der betrogen? Warum hat dich der belogen? Warum hat dich hier jemand rausgeschmissen? Warum hat dich hier jemand beleidigt? Es geht nie um Schuld. Ja? Das ist ganz wichtig. Das Universum kennt keine Schuld. Schuld ist für mich ein menschliches Konstrukt. Das haben wir Menschen erfunden. Im Universum geht es immer nur um Ursache-Wirkung. Ich tue etwas und bekomme darauf eine Resonanz, einen Rückschlag, eine Antwort, ja, wie auch immer du es nennen willst. Das heißt, wenn ich eine andere Antwort haben will von außen, muss ich was anderes reingeben. Das ist eigentlich logisch, ja? Wenn ich als Gärtner Tomatenpflanzen, also Tomatensamen in die Erde gebe, dann kann ich nicht erwarten, dass Gurken rauskommen. Ganz einfach. Wir Menschen tun das aber häufig. Wir Menschen tun das ganz häufig. Wir säen etwas und wollen etwas Bestimmtes ernten, was zu dieser Saat nicht passt. Also, die Botschaft ist hier, wenn du in Resonanz gehst mit diesem Video, wenn du noch da bist und das noch schaust, hör auf zu kämpfen. Schau dir deine Illusionen an. Komm in eine Klarheit in deinem Leben, ja? Damit du tatsächlich bessere Entscheidungen treffen kannst, ja? Also schau auch zum Beispiel auf die Situation, da hatte ich unlängst ja auch ein Video dazu, wenn das Universum dir etwas vorenthält. Was weiß ich, du bekommst eine bestimmte Wohnung nicht, du bekommst einen bestimmten Job nicht oder auch ein Mann, der sich dir entzieht. Und dann jammern und zetern wir und oh, wieso kriege ich das nicht? Und wieso ist mir das Leben so schlecht zu mir? Du weißt gar nicht, vielleicht ist das Leben total gut zu dir, dass es dir das nicht gibt. Schau mal genau hin, wie oft du in deinem Leben schon beschützt worden bist, weil du etwas nicht gekriegt hast oder weil das Universum etwas aus deinem Leben genommen hat, was vielleicht nicht mehr zu dir gepasst hat oder was verhindert hat, dass du dich weiterentwickeln konntest oder was vielleicht deine tiefsten inneren Wünsche tatsächlich verhindert hat. Ja? Schauen wir noch auf die vier der Schwerter. Was will hier rein in dein Leben und du siehst es nicht oder du lässt es nicht rein? Der Page der Schwerter
die Liebenden und die 10 der Schwerter, die 10 der Stäbe. Also ich kriege hier Selbstliebe rein, ja, dass du über die, ich muss ein bisschen weiter rüberziehen, damit du das gut sehen kannst. Ich gehe hier davon aus, dass du über die 4 der Schwerter, über die Heilungskarte, die Selbstheilung auch hier, dass es hier darum geht, dass du mehr zu Selbstliebe kommst. Dass du dir einfach deine Belastungen noch mehr anschaust, dass du dich mehr beobachtest, dass du dich vielleicht weniger momentan ins Außen begibst, also dein Leben komplett umkrempelst in manchen Bereichen, sondern erstmal noch eine Pause einlegst, ja, dein Leben will eine Pause, wo du dir nochmal in Bezug auf die Liebe zu dir selbst, und das ist ja ein sehr großes Feld, ja, dass du dir da nochmal deine Belastungen anschaust und dich auch lernst, mehr zu beobachten. Wo sind noch Themen, die mich belasten? Wo ist es noch so, dass ich eben nicht frei bin? Innere Freiheit heißt für mich immer frei sein von eigenen Blockaden, Verstrickungen, Verletzungen, aber auch natürlich vom Außen, ja, dass ich frei davon bin, mir schlechte Gefühle zu machen, wenn jemand mich zum Beispiel nicht toll findet, ja, dass mir keiner mehr Gefühle machen kann. Gefühle sind ja mein ureigenstes Persönliches, und viele Menschen und ich auch manchmal, ja, lassen es zu, dass andere ihnen Gefühle machen. Und das ist dann, wo wir uns über jemanden ärgern, wo wir verletzt sind, wo wir beleidigt sind, wo wir enttäuscht sind, weil jemand was Unnettes gesagt hat oder uns beleidigt hat oder so irgendwas, ja. Es ist immer nochmal meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Ob mich das tangiert, ja, oder ob ich einfach sage, da bin ich drüber, ja. Der mag mich toll finden oder nicht, aber das ändert nichts mehr an meiner Grundbefindlichkeit, an meinem Selbstbewusstsein, an meinem Selbstwert, mir selbst gegenüber. Hier geht es sehr viel nochmal um das Thema Bewusstheit. Ja? Hier kommen Energien rein, die dich einfach nochmal dazu einladen mögen, dich so grundsätzlich zu hinterfragen. Und du kriegst da ganz viel Unterstützung von oben. Glaub da dran, also es ist wirklich so, ne? Damit du in Zukunft raus kannst aus inneren und äußeren Kämpfen, dass dir Entscheidungen leichter fallen, aber im Sinne von Klarheit, dass du dich nicht mehr für irgendwelche illusionären Geschichten entscheidest, wo du eigentlich dann nach kurzer Zeit wieder feststellst, oh Gott, ne, worauf habe ich mich hier eingelassen, ne, wo du kämpfen musst. Sondern wo du im Prinzip, also diese 4 der Schwerter ist für mich auch so eine Karte, ich heile mich, weil ich mich auf etwas vorbereite. Na, das steckt da ja auch immer drin. Das ist der Ritter, der mit seinem Schwert hier auf einer Bahre liegt und sich auf einen Kampf vorbereitet. Wenn du das jetzt mal das Wort Kampf rausnimmst und einfach sagst, ich bereite mich hier auf ein besseres Leben vor, auf eine bessere Lebenssituation, auf eine neue Partnerschaft, auf eine neue Arbeitssituation, auf eine neue, was weiß ich, wenn du eine Wohnung willst oder was auch immer. Ja? Ich schaue im Prinzip mir nochmal an, okay, was mache ich nicht mehr? Ja, wo bin ich rausgewachsen? Was tut mir nicht mehr gut? Und das kannst du wirklich wie so mit der Schere so ein Band so durchschneiden, indem du sagst, Schluss jetzt. Ja? Ja.
War heute eine sehr spirituelle Legung oder auch ja, wo es sehr um dich auch geht, für deine eigene Weiterentwicklung. Ich weiß, dass euch immer am oder dass die meisten immer Liebeslegungen immer am meisten interessieren, ja. Aber ich sage ja immer wieder, im Außen bekommen wir immer erst das, was wir uns wirklich wünschen und was wirklich auch gut ist für uns, wenn wir selber dazu reif sind. Und Reife passiert, indem wir uns mit uns selbst beschäftigen und uns weiterentwickeln. Und wenn ich jetzt dazu einen Beitrag geleistet habe, dann würde es mich sehr, sehr freuen. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich danke dir, wenn du mir ein Like hinterlässt, einen Kommentar, ein Abo, mein Video teilst. Und ich freue mich auch, wenn du wieder einschaltest beim nächsten Mal. Bis dahin alles Liebe und mach's gut. Ciao, ciao.